Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Bowl 2. Bei mir ist der Wolle. Guten Tag. Der andere, wo spielen wir denn? Wie viel Zugdauer mal? Lass mal 3 Minuten. Oder willst du 2 Minuten? Stehst du auf 2 Minuten? Lass mal 2 Minuten. Wir müssen ja trainieren. Genau, wir müssen ja trainieren. Wir spielen ein Freundschaftsspiel mit unseren Elfenmannschaften vom Flossengenossen Liga Todesturnier des Todes 2. Und ja, wir hatten das letztes Wochenende schon mal vor, aber da sind Sachen dazwischen gekommen. Ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber, schön. Ja. Ja, Hubschrauber passieren übrigens, ja. Wenn man sich auf seine Headset-Kabel setzt und die kaputt macht. Dann klingt das so, als würde da ein Hubschrauber kommen. Und das ist nicht gut für Aufnahmen. Habe ich gehört. Ja. Ja, das kommt drauf an. Hubschrauber-Fetischisten finden das ja geil. Ja. Aber die meisten anderen nicht. Ich sehe, es schneit, schön. Ja, das ist gut für uns, habe ich gehört. Ja, Schnee geht, Regen wäre schlimm. Aber das ist gut. Ach nee, stimmt, bei Schnee ist ja Pässe verringert. Ah, unangenehm. Ja. Na gut, dann spielen wir das Bash-Game. Wir sind ja schließlich Hochelfen. Ja, wir spielen Hochelfen gegen Hochelfen. Das sind unsere beiden zugelosten Mannschaften in der Flottchen-Genottchen-Liga. Und wir werden mal gucken, wer hier schon mal das Prequel zur Saison quasi, das Vorspiel, für sich entscheidet. Ja. Mein Opponent choosed, das ist neben Schnee nicht gut. Das bin ich, der Opponent. Ja. Und wir haben, wo ist denn Steuerung? Da ist Steuerung. Ich kann ja einmal, drüben haben wir Gerd, Strelitz, Paul, Schwerin, Fritz, Safari, Haier, Jan-Christian Smutz, Leto, Vorbeck und Anon. Habe ich jemanden vergessen? Achso, Quahiri Bwana. Und auf meiner Seite Finn the Brute und Finn the Feral. Finn ja da, Finn hier drüben, Finn durch. Finn the Flinger, Finn dabei, Finn an der Linie, Swift Finn, Finn am Ball und Rapid Finn. So, Kollege Schnürschuh stellt schon mal asynchron auf. Symmetrisch, popetrisch. Wie viele Rerolls hast du? 2. Ungefähr genauso viele wie ich. Ich sehe 2 Blitzer. 2 Fänger, 1 Werfer. Also wir haben das gleiche Setup, ne? Ja, genau. So, so. Aber meine Spieler sind trotzdem besser. Bei Hearthstone würde man von einem Mirror Match sprechen. Wahrscheinlich. Ja, ja gut. Für mich geht ein Mirror-Match schon da los, dass wir einfach beide Hochelfen sind. Da würde ich auch schon Mirror-Match sagen. Okay. So, der darüber. Die noch einen hierüber. Aha. Mal das Overlay an. So. So, Popo! Aha. Hast du dir das irgendwo aus dem Internet geholt oder so, die Aufstellung? Nee. Die sieht so professionell aus. Das ist nur böse Waldelfen-Erfahrung gegen den Fea. gegen den habe ich nämlich letztes Wochenende ein Testspiel gemacht, ohne Aufnahme. Und da haben wir uns ordentlich aufs Maul gegeben. Das war, da habe ich ein bisschen aggressiver aufgestellt als mit dieser. Ja, keine Ahnung. Weit zurück abwarten. Defensive Aufstellung. Ja. Und da sind viele Leute von mir gestorben. Und also in so einem Freundschaftsspiel ist das ja lustig. Aber ich spiele ja jetzt auch gegen den das erste Spiel. Und da möchte ich nicht gerne, dass viele Leute sterben, weil ich habe gehört, das ist nicht so gut, wenn man eine Liga anfängt. Echt nicht? Nee. Also sind doch nur 19 Spiele, ist doch nicht schlimm, wenn immer ein paar Leute tot sind. Und Hochelfen sind ja auch nicht so teuer. Das stimmt natürlich auch. So, und da geht's los. Ich hab auch eine. What? Ich darf auf einmal noch besseres Feld ziehen, das ist doch geil. Und zwar völlig kostenlos. Ja, ich finde das nicht so gut. Trotzdem da schon mal hin. Das verdient eine Abneigung der Zuschauer. Quatsch, da stehen die voll drauf. Wollen wir. Müssen wir gar nicht. Nö. Das Soundboard ist lustig. Jetzt kann ich dich immer ausbuhen, wenn ich will. Das ist schön. Ich freue mich total. Sehr gut.
Habe auch noch ein paar andere Sachen, aber du hörst das ja leider nicht. Deswegen, ich höre das nicht, nein. Deswegen musst du dir dann das Video angucken. Muss ich mir dann das Video angucken. So werden hier Views sich erschlichen. Ja, frech, ne? Der Wolle spielt den ganzen Tag immer nur mit Leuten und sagt denen, ihr könnt die Sounds nicht hören, müsst leider euch das Video angucken. Genau so. Tut mir ein bisschen so leid. So, so, da liebe ich da dabei. Auch groß geworden, genau. Ich so macht man das, ja. So, das war natürlich doof, wie ich mir das hier ausgedacht habe. Müssen wir hier mit solchen Blocks anfangen. Oh, na gut. Geht ja. Aha, nur Quick und Short Passes und Going Forward sind schwieriger. Ach, hey. Richtig, ey, das geht doch gut los hier. Elfentraumwetter. Das stimmt. Ich habe das nämlich auch am Anfang verwechselt. Als ich meinte, Regen wäre schlimmer, für Elfen ist Regen ja nicht ganz so schlimm. Weil der Elf an sich hebt ja dann immer noch trotzdem auf die 3 plus auf. Was andere Leute nicht können. Ist das schon, ist es noch nicht. Gut. Das finde ich gut. Blitz it like it's hot. Das wird also die böse Seite, ja. Du hast dir die ausgesucht. dorthin. Und ich bleibe. Das ist noch alles ziemlich okay. Bis hierher alles ganz glimpflich, ne? Ja, ein bisschen Rangelei. Möchte ich fast. Ich glaube, das möchte ich sogar. So, wo möchtest du? Eigentlich nirgends so richtig. Achso, ich habe nur 2 Minuten. Warte, dann geh mal da. Du gehst mal hier. Du gehst hier noch. Und du sammelst das Ding. Hat da. So, jetzt muss ich natürlich auf deine Bewegung gucken. Das ist hier. Das ist da, das ist da, das ist so. Alles klar. Das heißt, ich kann hier gut hin. Du bist. So. Achso, erstmal das Lustige. Hätte ich einmal gucken wollen. Was hättest du gucken wollen? Ich hätte gucken wollen, wie weit ich jetzt effektiv dann passen darf. Also die Begriffe kurzer und schneller Pass. Sind mir Begriffe, aber ich hab die Felder nicht im Kopf. Ja, ja. Das ist natürlich so ein Unterschied, ne? Wenn man das immer am Computer spielt und nie in echt. Der Computer sagt dir schon, wie weit du passen darfst, ne? Da merkt man sich solche Anzahlen nicht. Das stimmt. Also Passlängen kann ich auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass Bomb ganz weit weg ist. Genau so. So. Du kommst dahin, du kommst da auch hin. So. Ja, ich bin immer sehr gespannt. Ich habe wirklich lange nicht gespielt. Oh, bei Schnee nimmst du ein Go for it? Mutig. Man schafft aber. Oh, direkt mit Dings. Ja, genau. Kabums! Genau. Sehr schön. So haben wir das doch alle gerne, ja. So. Nicht. Ja, lass mal das erstmal so stehen. Lachen wir alle eine Runde über die Ente. Welche Ente? Siehste? Verrückt. Verrückt. Da soll wohl ein Catcher gehauen werden, habe ich gehört. Auch ohne, ja. Das finde ich nicht gut. Ja, selber schuld, was stellst du denn da hin? Super. Wie du mir, so ich dir. Nur mit Catcher.
Und ohne Rüstungsbrecher. Aber der ist hart. Ganz klar, klar. Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt, wie das hier passieren soll, ja. Nö. Geh mal ruhig da. So. Warte, wie weit kommt der? Nicht weit genug. Warte, 1, 2, 3 im Sinn. Das geht. Das geht, das geht, das geht. Gefällt mir aber nicht. Das gefällt mir nicht. Auch das weiß nicht mir zu gefallen. Alles schwierig. Gehen wir vielleicht lieber nach da. So. Gut, ich hatte schon auf der Zunge, jetzt gibt's auf den Sack. Aber dann habe ich mir dann zum Glück nochmal verkniffen. Zum Glück. So, genau. Der kann jetzt dorthin. Yep. Wow. Krass. Schön. Prima. Sehr schön. Hardcore mega gut. Und du gehst noch da. Oder? Vielleicht geht er auch noch. Nee, der muss da erstmal bleiben. Da wir in Zug 1 schon in Unterzahl geraten sind, muss ich da ein bisschen sparsam sein mit meinen Männern. Prima, ganz klasse. Weiß schon, warum ich so lange nicht gespielt habe. Nee, das ist natürlich Quatsch. Ich habe es sehr vermisst. Aber waren halt alle Wettbewerbe gerade soweit nicht am Laufen, ne? Jetzt geht die Flossengenossenliga wieder los. Montag habe ich mein erstes Spiel in der anderen Liga. Um dritten Platz in der ATL spielen wir noch. Voll gut. Schlecht. Aber also, Flossengenossenliga geht diesmal auch richtig lange. Richtig gut. 19 Spiele. Ja. Und auch richtig, also zeitlich auch lange, weil wir haben im Sommer ein bisschen... voll das Loch, ich habe schon gesehen, da haben sich ein paar Leute schon abgemeldet zwischendurch. Ja, da habe ich die Spieltage einfach ein bisschen länger geplant. Und Lauf, hilft ja nix. Dadurch spielen wir jetzt bis in den November. Und dann noch Playoffs, ne? Mal schauen. Wie mal schauen? Naja, je nachdem wie viele Leute da in die Playoffs müssen. Ja, gesagt, so dein Platz. Alle vor mir. Genau, und du. Ja. Ach, und ich. Ich dachte, ihr wolltet mich da raus haben. Ach so, nee, ich wollte doch nett sein. So hatte ich das verstanden. Nee, ja gut. So. Dann ist ja gut. Ja, vielleicht mache ich die Playoffs einfach mit mir selber auch aus dann. Ah, das war der falsche Knopf. Verflucht. Mist, Mist. So, den Knopf wollte ich drücken. Der falsche Sound. Tja, ich dachte schon, das war der falsche Knopf, er hat doch gar nichts gemacht, aber... Jetzt habe ich aber die Schnauze voll, ist das dein Ernst? Ich glaube, das wird ein ziemlich bashiges Elfenteam hier. Alter, drei Angriffe, drei Rüstungsbrecher, zwei Leute raus. Das ist doch nicht dein Ernst, bitte. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll von dem Spiel, ehrlich gesagt. Gott im Himmel. Ah, da kommt er nicht rum. Na, das wäre auch zu schön gewesen. Ja, dann bleibt der Onkel da einfach mal stehen. Wer ist denn das überhaupt? Ah, Schwerin. Da war ich heute übrigens. Sehr schöne Stadt. Muss man so sagen.
Muss man das, ja? Ja, ich war sehr begeistert. Wir wollten eigentlich an den Strand fahren, aber dann kam so eine blöde Kaltfront und hat das Wetter kalt und regnerisch gemacht. Ekelhaftig, solche Leute. Och Mann, ey. Und dann haben wir uns entschieden, eine Städtetour zu machen heute und das war echt cool. Ach, jetzt habe ich es noch falsch gemacht. Ach Mann, scheiße. Jetzt haben wir mir noch den Weg zugemacht. Ja, da spielt zügig der Frust mit, ey. Boah, Alter. Und es wird wieder geschoben. Ja, ich hab hier einen schönen Spaß bisher hier. Ist, prima Spiel. Und jetzt, ist auch scheiße alles. Warte, vielleicht lieber nach da. Nein, das ist dumm. Warte, nochmal nach da. Gut, dass Elfen so weit laufen können. Ziemlich, ja. Aha, aha. Auch schlecht. Sehr schlecht sogar. Naja, egal. Ah! So. Der kommt jetzt natürlich auch nicht anständig hin. Dort. So, und jetzt muss ich hier Risiken eingehen. Ich werde da auch schon einen von meinen Rerolls für verbrauchen, weil das wichtig ist. Siehst du? Ja. Das so. Sehe ich ein, dass das wichtig ist. So, und da ist meine Zeit auch um. Ja. So. Tja, es ist natürlich, ja, es ist immer so eine Sache, ne? Ich sag mal, jetzt in Zug 2 gegen Orks oder Zwerge in Unterzahl zu gehen, den kann man wenigstens noch wegrennen. Aber dem anderen Hochelfen, Na, der steht ja jetzt prima. Scheiße. So, verstehe. Nehmt ihr noch einen Würfel. Zurecht, völlig zurecht, dieser Totenkopf. Zack, bricht dir was. Nicht. Okay. Zum Glück nicht. So. Okay. Wie wollen wir das? Ich glaube, so finden wir ganz gut. Du, was ist denn er? Ist doch kein Elf. Ach so, der Werfer. 6 Bewegungen, ey.
mit Go for it. Ich glaube, das lassen wir lieber. Da verzichten wir drauf. So, dann machen wir das lieber so. Von wo? Ist egal. Ach Mann, macht keinen Spaß gerade. So. Nee, wir müssen erstmal so machen. Ach, come on, ey. Ist doch nicht dein Ernst. So, jetzt steht er. Scheiße. Der steht jetzt da, wo ich eigentlich gerne stehen würde. Tja. Naja, muss dann so gehen, ne? Diese Lache. Hat ihn. Die ist prima, ne? Ach, scheiße, ist das doch. Interessant. Och, komm. Oh. Wenigstens etwas. So, dann geht's auf die Nase. Das hast du doch jetzt gesagt und dann ein Soundknöpfchen gedrückt, stimmt's? Das stimmt. Und das, was du gesagt hast, hat man nur halb gehört, weil ich auch Soundknöpfchen gedrückt habe. Ich dachte, das macht dann sowas wie boing. Nee, das ist so ein Raketenstart, gefolgt von einem Mörsereinschlag. Aha. Ja. Klingt. War aber gut. Diesmal nichts. Ja, umgehauen reicht erstmal. Den Onkel da stellen wir nochmal hin. Umgehauen. So. Du gehst dahin. Du gehst dahin. So und so. So. Eieiei. So. Und so. Und dann hauen wir den da nochmal. Oh, leck mich doch. Jawohl. Jetzt wird's lächerlich. Alter. Das ist dieses Schachbrettmuster. Das macht die aggressiv, glaube ich. Die gucken immer an sich runter und denken, bah, so eine Scheiße. Und dann geht's los. So ist das. So. Bin ein bisschen neidisch auf dein Schachbrettmuster auf einmal. Ja, und dabei habe ich das nur genommen, damit wir nicht gleich aussehen. Weil man muss natürlich wissen, er fährt dasselbe Logo und dasselbe Trikot. Ja, ich dachte, warum? Als ich dann mein Team in der Liga hatte, dachte ich, was ist das für ein Anzeigefehler, dass ich da jetzt zweimal drin bin? Warte mal, die heißen ja anders. Und dann habe ich gesehen, das bin ich gar nicht. Und dann haben wir Schnick, Schnack, Schnuck gemacht und ich habe gewonnen. Und ja, das der Teil ist gelogen, aber... Ach, wie machen wir denn das jetzt? Da wissen die Leute wenigstens mal, was sie von dir halten können. Wir machen einfach das hier. So...
Solch infame Lügen in die Welt zu setzen. Infame Lügen. Ich hätte gewonnen, wenn wir Schnick, Schnack, Schnuck gemacht hätten. Ja, wir hätten geschnick, Schnack, Schnuckt an sich. Ich bin ein ganz großer Stratege. Ja, muss auch sagen, wer das Känguru kennt, weiß ja, Schnick, Schnack, Schnuck ist kein Glücksspiel. Ich kenne das Känguru nicht, aber du hast recht. Also wenn du es nicht kennst, es lohnt sich, das Känguru kennenzulernen. Das ist echt gut. Sehr lesenswert. Oder hörenswert. Je nachdem, was man da präferiert. Das mit dem Go-For-It passt mir überhaupt nicht. Muss ich dir mal so gestehen. Ich hoffe ja, dass gleich... Muss ich dir mal so gestehen. Eitel Sonnenschein kommt. Ach, ich bin so dumm, ne? Gut, dass die Elfen immer noch einen sich bewegen können. Oh. Schafft es und na also. Frech. Na also. Frech, sagt er. Mein erster Rüstungsbrecher in Zug 5 ist eine Lähmung. Ich scrolle einmal kurz zu meiner Bank. Aha. So. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, trotzdem ist das frech, sagt er. Wir hätten noch viel frecher jetzt. Er muss leider sterben! Ah. Boink. Da wird sich so ein Boink anbieten. Ja, sowas. Auf jeden Fall. Gehen wir da ein. Also weg, der kleine Elf. Das wäre natürlich schön, aber ist leicht risikobehaftet. Finde ich gut, mach. Du kommst da locker hin, ne? Da habe ich nicht aufgepasst, ja, der kommt da locker hin. Scheiße. Also der geht da auf jeden Fall schon mal locker hin. So. Und going for 2 sogar. Ach, nee. Und das bei Schnee. Ja, nee, aber... Do it, do it! Einen, oder? Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Dann gehst du dahin. Achso, nee, das hätte ich jetzt auf jeden Fall als erstes gemacht. Bevor da jetzt noch Sachen beim Laufen schief gehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das wäre tragisch. Wenn einer schief läuft oder so. Genau. Hochelfen sind nicht für ihre Grazilität bekannt. Die knicken auch mal um. Dann aha. Was mache ich denn mit dir hier? Der könnte sich ein Bier holen gehen. Ja, ja. Drei Sekunden. Darf er noch machen? Da war schon längst null. Jetzt muss er aber hinfallen. Fällt er nicht. Oh, gibt's ja nicht. Frech, sehr frech. Rerollt das noch. War doch gut. Hä? Warum hast du das jetzt gerollt? Das ist doch Dutch. Nein. Ah, Mist. Echt viel gedacht. Och, Mann. Och, jetzt macht's aber wirklich keinen Spaß mehr gleich, ehrlich gesagt. Ich war aber auch der Meinung, die hätten von Hause aus Dodge, die Jungs. Immer. Was man alles so denkt. Nichtsdestotrotz gibt mir das auf den Knispel, ehrlich gesagt, gerade, Alitja.
Tja. Ja, so ungefähr war das Spiel gegen die Blutengel. Ja, Engel heißen wir, ne? Nicht Elfen. Ja, Blutengel. Ah, na, okay. Ich habe es mir anders überlegt. Vielleicht Ja. wird das doch noch So, lustig, ja. also so ungefähr war das Spiel auch. Nur mit noch mehr Leuten auf meiner Bank und ja, ungefähr so viele Leuten auf seiner Bank. So, jetzt könnte ich. Das wäre natürlich. Und du und da. Warte, Popate. Das ist so. Der kommt da niemals hin. Das würde gehen. Ist aber unschön. Schlage mal den bitte. Prima. Es ist Boing, ein großer Traum. den Ein Sound großer brauche ich auf jeden Traum, Fall. wie die Würfel hier fallen. Dann machen wir jetzt Sachen einfach. Komm, ich habe noch einen Reroll. Ach, ich dachte quer durch. Naja, aber es ist E6 Plus oder so, ne? Oh, jetzt fängt er den nicht denn ab. Viel Geschick, weißt du? Also weg der Reroll. So. Das ist alles ein bisschen kacke. Bisschen sehr kacke, wenn wir ehrlich sind. Zack, zack, zack. Warte. Warte. Kommt der? Kommt er, Marit? Ja. So. Mit Blitzerei. Guter alter Ballträger Blitz hat fast noch niemandem geschadet. Ich bleibe. So, jetzt kommt der hier natürlich nirgends hin. Und du, der kommt auch nirgends hin. Der. Oh, die kommen da alle hin. Geh mal da hin. Das bringt mir überhaupt nichts. Geh du noch da hin. Oh, schafft es sogar. Cool, das war gut. Ja, Mittel, das ist alles. Aber immerhin musst du jetzt. Ja. Verzweiflungsmoves sind verzweifelt. In der Tat. So, der Onkel steht erstmal auf. Go for it, go for it, go, go und plumps. Kein Plumps, schade. Macht er eiskalt. Aber er muss auch noch go for it. Und plumps. Reroll that. Und schafft es. Und yes. Awesome, schmossum. Denn der kommt ein. Da machen wir das so rum. Ist das schön, mal nicht den ganzen Tag Kaote und Verletzte zu bekommen, wenn du angreifst. Aber. Jetzt wollte ich. Och, So, die komm. Catcher sind schon mal weg. Das ist gut. Boah. Und vor allem, es sind drei Verletzungen, ne? Die K.O.s können ja wenigstens wieder aufstehen. So ein Scheißspiel, echt. Wie das stinkt. Boah.
Die gibt mir doch keiner wieder, die Jungs, Mann. Ah ja. Ich finde, der hätte sterben können. Nur so meine 3 Cent. Ach, muss ich eventuell gar nicht, warte. Muss ich gar nicht. Kann ich so, so und so. Ja. Dann muss ich das gar nicht. Ah, das war vielleicht mittelschlau. Ich dachte, da kommt jetzt der Blitz. Das war vielleicht mittelschlau. Nö, ich blitze mit dem Ballträger. So, so, ja. Dann kann ich nämlich einfach hier rausfolgen, bin aus deinen Tackle-Zonen draußen und hab vergessen, den Blitz anzusagen und deswegen stehe ich da jetzt. Oh, scheiße, ey. Ja, das passiert, wenn man mit Frust spielt. Happy lucky me. Dann muss leider Jan-Christian Schmutz dran glauben. Scheiße, das war jetzt richtig, richtig behindert. Das wäre mein Touchdown gewesen und jetzt stehe ich hier. Deutlich. Kacke. Deutlich wäre das ein Touchdown gewesen. Scheiße. Du hast noch nicht mal das Vergnügen, Naffel die Schuld geben zu können. Ja, indirekt, ne? Wenn Naffel mich bis hierher nicht so sehr gequält hätte, hätte ich so einen Fehler nicht gemacht. So, schauen wir mal, wo die Kiste hinfliegt. Nirgends. Double ist geil. Oh, fast. Das ist natürlich sehr nett. Das ist nicht so nett. Hm. Jetzt sehe ich da überhaupt nichts. Ups. Und, ab die Post. Vor allem durch den Schnee kann ich jetzt nicht mal durch einen verrückten Pass, wenn ich dir den Ball abgeluchst bekommen sollte, noch was machen, weil die alle zu weit weg sind. Ach, sind ja sogar beide Fänger auch noch verletzt. Ich dachte, da wäre einer nur von K.O. Scheiße. Ja. Ja gut, aber weil du keine Go-Frets mitgenommen hast, na, hätte sowieso nicht gereicht. Okay, du kannst mir keinen mehr einschenken. Das bedeutet, ich kann jetzt einfach auf deine Jungs rumprügeln. Wenn auch der Erfolg mehr so mittel ist. Könnte ich nicht. Wenn du da... Nein. So bringt mir auch nichts. Und so. Ja.
Herr Liesch. Alles okay. Alles tre okay. Warum kriege ich hier nur einen Würfel? Ach, weil der... Ja, vergiss. Ich habe gar nicht gefragt. Okay. Ich habe auch unverständlich geguckt. Sehr gut. Tja, da hast du kein Geräusch für, wa? Nee. Tja, schlecht vorbereitet, würde ich sagen. Auch merken. Noch ein Hä? Also ein Hä brauche ich noch? Nee, ich will einen unverständigen Blick hören, kein Hä. Ja. Und? Ah ja, ein Boyoink. Wie schreibt man denn Boyoink? Mit drei I's. Okay. So. Du stehst auf. Ach, der hätte ich nicht folgen sollen, ja. Stehst auf. Dann machen wir mal. Da ist ja noch den Versuch, taktisch Spieler rauszunehmen. Hä? Ah. Nimm mal lieber vorsichtshalber noch taktische Spieler raus, sonst könnte meine Überzahl dir ganz schön eine drücken. Nimm das noch Überhand hier. Ach man, das ist doch doof. Kannst du einem richtig leid tun. Was du für ein, was du für ein Pech mit dem Draufhauen hast, dieses Spiel, ne? Ist immer nicht nur zu fassen. Schieben. So, es ist noch, einfach nicht zu fassen. Holen wir uns noch ein paar Laufyards und dann war's. Krasser Typ. Ich hätte noch Go-For-Its genommen. Ja, schön. Das war's mit der ersten Halbzeit. Ja, endlich ist die vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Halbzeit wieder, weil ich mache hier eine Pause und dann gibt's die zweite Halbzeit getrennt. Der Klassiker. Mach ich genauso. Hervorragend. Dann, bis bald. Bis bald.